So Leute, herzlich willkommen zurück. Jetzt habe ich wieder mit so angefangen, das wollte ich nicht. Wir gucken jetzt mal hier, wir müssen jetzt da ja hinterher, hinter den Typen. Was ist hier los, ey? Okay. Scheiße, was passiert? Wer ist das? Ich habe Angst. Badezimmer, ich will nicht. Ach nee, okay. Badezimmer haben wir gerade. Badezimmertür schließen. Gehen wir in die Küche gucken. Machen wir erstmal den Lichtschalter an. Erstmal wieder alles anmachen. Nein. Lichtschalter. Ein. Licht ist ein. Können wir irgendwas füllen, schalten, Kaffee machen? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen Mikrowelle auch nicht. Schrank. Öffnen. Wollen wir auch nicht benutzen. Kühlschrank öffnen. Schnaps ist drin. Nein, wollen wir auch nicht. Scheiße, was ist so groß mit sie? Wer ist dieser Typ? Aber was eine üble Story hat die Susan. Alter Schwede, was jetzt hier schon alles erfahren. Oh Mann. Lichtschalter an. Lichtschalter an. Nein. Irgendwas passiert. Oh mein Gott. Oh fuck, ey. Wer bist du? Kann ich den Lichtschalter nicht anmachen? Nein, kann ich nicht. Ich hab nichts. Untersuchen. Nein, hier gibt's nichts. Fuck. Ich will nicht. Hier gibt's nichts, was ich aufnehmen kann. Scheiße. Was? Was macht er? Oh nein! And who's that? Teacup! I bet you thought you'd never see me again. Alter! What do you want me to do? Was ist mit ihm? I don't understand! Scheiße, ich soll die ganze Zeit... Soll ich spielen? Boah, fuck it. Nein, ich will nicht. Boah, jetzt passiert wieder irgendwas Beschissenes. Ich will nicht... Leute. Oh Mann, ey. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Die Katze. Keine gute Musik. Alter. Jetzt? Ah, jetzt kommen überall die Shadows. Los, Katzis! Yeah, super Katzen! Oh, noch mehr! Wer ist das? Okay, damit hat er nicht gerechnet. Oh, da gab's einen Bug. Yeah! Was? Attacke!
Alter, was passiert hier? Die Katzen helfen mir. Ja. Alter. Nein. Nein, schnell. Lass mich weiter. Lass mich weiter. Schnell, mit sie. Heben. Heben. Was? Ich muss erst etwas finden, dass ich stehen kann. Aber Stuhl. Stuhl. Drücken. Schnell. Jetzt schnell. Los, warten. Stand still, Mitzi. I'm gonna be right back with a knife. Oh nein, 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 nein. I'll cut you down, alright? Kein Messer holen. Kein Messer holen. Das dauert zu lange. Ich will nicht, dass du ein Messer holst. Susan, wie langsam kann man gehen? Was ist, wenn er wieder aufgestanden ist? Aber da unten sind noch Blutflecken. Was ist hier passiert gerade? Oh, sie lebt. Alter. They're eating you. Die Katzen, ja. This is I. See. Fuck. Was passiert? Ah, okay. Ach krass, ey. Alter, Leute. Das ist jetzt das sechste. Da kommen noch zwei. Ich dreh durch. Katzenwitwe. Die Legende der Katzenwitwe. Okay. Oh, nicht mehr grau und schwarz. Na gut, doch wieder. Krass, wie geil das gezeichnet oder wie geil das gemacht ist. Hellworld. Hellenworld, ne? Alter Schwede, da steht's nochmal. Ja. Krass, wie alt und kaputt das alles aussieht. Oh mein Gott, ey. We're really going to do it, aren't we? Yes, Mitzi. You will finally get your closure. Maybe I will get mine too. Did you take that map with you? Yes. We can always refer to it if we get lost. I've lived in this building for many years. I won't get lost, Mitzi. But it'd be a good idea to cross people off. Once we're sure it's not them, it might give us a clearer picture of how far we've gone. Right. Okay. Good luck, Mrs. A. Oh man. Und Mitzi haut ab. Mitzi? Are you sure you're feeling up to it? I've lived in this building for many years. I won't get lost, Mitzi.
good. Never felt better, Mrs. A. Alter, was ist hier passiert? Nur schon wieder alles. Du hast jetzt Mitzi-Symbol in dem Inventar. Du kannst Mitzis Fähigkeit nutzen, um Schlösser zu knacken, nach Hilfe zu fragen, wenn du festhängst. Okay, cool. Wie geil ist das denn? Können wir noch mal im Haus irgendwelche Sachen mitnehmen? Nee. Okay, jetzt geht sie rein. Doch nicht. Ach so, sie kommt jetzt mit, oder was? Okay, cool, sie ist dabei. Erste Etage Wohnung. Erdgeschoss sind wir, oder? Nee, sind wir nicht. Wir sind erste Etage. Krass, krass. Jetzt machen wir uns auf die Suche nach den Typen. Okay, hier ist... Karte. Schau an. Also, wir sind da. Und sind jetzt runtergegangen. Sind also... Okay. Dann reden wir mal. The Dog, die Dog Lady. Okay. Cat Lady, Dog Lady. Sie lebt in Wohnung 2 mit ihren widerlichen... Was? Promenadenmischung. Also... Ich weiß nicht mehr, wie sie wirklich heißt. Ich habe sie immer nur die Dog Lady, Hundefrau genannt. Natürlich sind wir nicht die besten Freunde, aber wir tun normalerweise unser Bestes, es nicht zu zeigen. Okay. Hello. You live on the first floor, am I right? Yes, that's correct. Flat 2. And you're Susan Ashworth, I presume. I've been meaning to talk to you, actually. Really? Is something wrong? Well, it's those cats. I understand you're trying to do a good thing, but it's become unbearable lately. This can't be sanitary for people living here. And I'm sure it's not allowed by the council either. Look, they're not my cats. You're Susan Ashworth, the cat lady. We all know what you do. Everyone's sick of those cats, and I am too. Brian said he will get in touch with animal control if things don't improve. Brian. He already did. Really? Well, I certainly don't see any improvement on first floor. It's still completely overrun by these filthy creatures. He'll have to talk to them again. I hear they've run out of business recently. Then he'll have to find another one. This is just not good enough. Alter, wenn die wüssten. Are the cats bothering you? Yes, they are, actually. They usually stay outside anyway. I bet you hardly ever see them. I see them all the time, actually. Ever since the Morrisons from Flat 1 moved out last month, your cats seem to reside permanently on my floor. And that sofa, my God! They're always gathered round it like it's their shrine. It was Morrison's responsibility to dispose of it, but they just left it there. No load of other rubbish, too. Okay, that's not my fault, really, is it? But you encourage cats to come here. You feed them. Everyone knows that. Every time I take William for a walk, he gets upset and tries to chase them away. Oh. Who's William? William is my dog, of course. Oh. He's 12 years old, you know. He shouldn't be running after cats at his age. Did you say they sleep on the old sofa? I didn't say they sleep. Have you not listened to me? I'm beginning to wonder if they ever sleep, actually. They just keep climbing up and down the wretched thing. They're noisy. They leave germs all over the place. They've scratched upholstery and the paintwork. And William keeps chasing them. He's so quick, I can't hold him most of the time. What if he runs off and gets lost?
I'm telling you, we've never had such problems before you decided to bring here these homeless devils. I have to go now. See you later. Übel. Nerviger Schrank. Mhm. Okay. oh, schon, jetzt habe ich nicht gelesen. Sieht schwer aus. Ich glaube, Putzprodukte, Vasen, Werbebrief sein. Die schon so lange wie ich in diesem Haus wohne, wissen, dass dahinter eigentlich eine Tür zum Keller ist. Ah, keiner geht mehr darunter. Ist scheinbar nicht sicher. Okay. Blumen. Riechen. Oh nein. Was soll das? I'm sorry. I didn't mean to push it. Don't worry, Mrs. A. Could have happened to anyone. I'll clean it in a minute. But please, be more careful in the future, yes? Okay. You be more careful, nosy old witch. Kaputte Vase. Nimm ein Stück Glas. Oh, da ist wieder ein Video fertig. Entschuldigung. Briefkästen. Öffnen. Keine Post für Susan Ashworth. Okay, raus wollen wir nicht. Also gehen wir höher. Okay. So, gehen wir wieder hoch. Aua. Oh. Knie gestoßen. Autsch. Oh. Mein Trottel. So. Ah, okay. Haben wir hier schon irgendwelche... Schau auf die Karte. Also, Flat 3... Jay Davis, Susan Mitzi, Brian. Das ist dieser Typ. Hier, Dog Lady, MT, genau. Und wo wohnen wir? Wir wohnen da oben, okay, gut. Untersuchen. Die Katzen werden davon angezogen, aber warum? Nur ein altes Sofa. Die Morrisons haben es hier gelassen, als sie ausgezogen sind. Da sind ein paar Nähte drauf und sie sehen frisch aus, würde vor kurzem geflickt. Denn machen wir es wieder kaputt. Kann ich ja nix. Nee. So. Sofa. Untersuchen. Ah, okay, ja. Ich greif hinein. Jesse. Can we talk to you for a second? Valerian root extract. Cats love it. It has the same effect on them as catnip. They go absolutely crazy for it. You found it inside that sofa? Yes. I wonder how it got there. Okay. Maybe the Morrisons wanted to leave a goodbye gift for that woman and her dog? Yes. Well, they would. I always thought they were reasonable people. Okay. Oh, what a shame they moved out. Okay. Notiz lesen. Von Wohnung 1 tut uns leid. Also von Wohnung 1 tut uns leid, dass wir den Flur zumüllen. Die Entrümpelungsfirma wurde angerufen und sie werden das Sofa und die Stühle bald abholen. Bald abholen. Was? Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, dass wir sind. Aber wir sind uns sicher, sie können es mit diesen paar Dingen noch etwas länger aushalten. So wie wir es mit ihren Hunden als die, all diese Jahre ausgehalten haben. Die Mausens. Kann man denn hier Notiz... Ah, kann ich nur lesen. Okay. So, Wohnung 1. Hör zu.
Nur Stille. Wohnung 1 war ja auch. Ja, genau, das war ja auch leer. Also öffnen. Abgeschlossen. Was können wir noch machen? Klopfen. Und? Man hat überall Schritte, aber nichts da. Denn, Mitzi, knackt das Schloss. Would you like to try your famous lockpicking skills on this lock here? Let's see. A young child could open this lock with a piece of wire. That's fantastic. Have you done it yet? No. I can't work when you're looking over my shoulder. Do you mind? Na klar. No, sure. I'll just walk away for a minute and stare at the wall if that's what it takes to get this done. Thanks. Oh, macht sie alleine, okay. Aha. Scheiße. Okay. Den nehmen wir noch schnell. So. Immer erstmal alles nehmen. An der Stelle, liebe Freunde, mache ich eine Pause. Ich glaube, ich mache auch eine Aufnahmepause, weil wir, glaube ich, später noch Left 4 Dead aufnehmen. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, 3 Stunden aufgenommen. Das passt ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn es Bock macht. Bis dahin, Leute. Ciao.